Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Zurück bei Let's Play Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2. Und wir machen das nächste Szenario, Schicksalsbrüder. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Was-wäre-wenn-Story über das Wiedersehen von Son Goku und Raditz. Eine Was-wäre-wenn-Story ist also wirklich etwas, was mit dem normalen Dragon Ball nichts zu tun hat, was eigens für dieses Spiel entworfen ist. Und ja, worum es in dieser Story geht, in dieser insgesamt ersten von, ich glaube, drei Was-wäre-wenn-Stories, die man im Spiel freischalten kann, worum es da geht, das erfahrt ihr jetzt. Auf Level 2. Für Level 3 bin ich noch nicht gut genug, ich habe das mal getestet. Das wird nichts. Level 2 ist, denke ich, erst einmal der Schwierigkeitsgrad, auf dem wir das angehen sollten. Oh, verdammt. Die Story wurde jetzt irgendwie übersprungen. Warum auch immer. Gehen wir nochmal zurück. Entschuldigt bitte, irgendwas... Habe ich das jetzt versehentlich vorgedrückt? Moment. Ihr sollt ja auch erfahren, worum es in dieser Story überhaupt geht. So, nochmal. Ich habe das doch jetzt nicht vorgedrückt, oder? Verdammt! Das ist mir jetzt verdammt peinlich. Aber dadurch, dass ich die Story schon mal angefangen hatte und das Video abbrechen musste, beziehungsweise nicht abbrechen musste, sondern nicht hochladen konnte, ich habe es ja im letzten Part erklärt, was es da für Probleme gab. Jetzt seid ihr nicht mehr in den Genuss der Story gekommen, so ein Dreck. Also gut, dann erkläre ich es euch kurz. Also, das ist der Raditz. Und der Raditz ist ein Saiyajin. Er ist auf die Erde gekommen, weil er, ja, sich mit seinem Bruder Kakarot verbünden will sozusagen, der ja vor Jahren auf die Erde geschickt worden ist, um diese zu vernichten. Raditz empört darüber, dass die Erde noch immer nicht erobert ist, will seinen Bruder zur Rede stellen und begegnet dabei Piccolo. In diesem Kampf verliert Raditz jedoch sein Gedächtnis. Ja. Und das bedeutet, dass auch Raditz, genauso wie Son Goku, der ja ebenfalls beim Aufprall auf die Erde sein Gedächtnis verloren hat, dass auch Raditz auf einmal ganz handzahm wird und, ja, sich sozusagen so ein bisschen mit Son Gokus Familie anfreundet. Aber nach und nach kehrt Raditz Erinnerung zurück und er muss nun so ein bisschen überlegen, was macht er? Hält er weiterhin zu Son Goku und seiner Familie oder erfüllt er seine Mission? Zumal Vegeta und Nappa bereits auf dem Weg zur Erde sind, wird er sich Vegeta und Nappa entgegenstellen oder wird er letztendlich Son Goku fertig machen? Ihr erfahrt es in dieser Saga. Also darum geht es hier grob. Also eine Was-wäre-wenn-Story, die so in Dragon Ball Z nie vorgekommen ist. Ist eigentlich eine sehr hübsche Idee. Okay, gehen wir es an. Ich habe noch das letzte Mal schon ein bisschen aufgelevelt, den guten alten Raditz, weil ich überhaupt nicht zurechtkam mit Level 3. Aber gut, zu sehr von seiner eigenen Stärke überzeugt, wird Raditz von einem Angriff Piccolos hart getroffen. In eine Ecke gedrängt, entfesselt Raditz seine Kampfkreaturen, die Pflanzenmänner, die ihm im Kampf helfen sollen. Gigi, ich bin Slippy! Ja, und wir können nun mit Raditz und mit einem Pflanzenmann gegen Piccolo kämpfen und wir nehmen einfach mal den Pflanzenmann, mit dem habe ich nämlich wahrscheinlich eh keine Chance. Und legen los! Bedingungen gewinne und das ist leichter gesagt als getan. Zumindest auf Level 3 war es wirklich absolut unmöglich, sogar mit der Evolution Z. Aber ich bin auch wirklich sehr aus der Übung. Ich muss erst wieder ein bisschen Routine in dem Spiel bekommen. Level 3 ist dann auch wirklich für die Profis. Und ein Profi bin ich in dem Spiel definitiv noch nicht. Ups! Was mache ich denn? Piccolo! Piccolo! Du dämlicher Penner. Das lief ja jetzt mal überhaupt nicht gut. Jetzt nimm das! Nimm die Macht des...
Ach ja, nimm die Macht des Pflanzenmanns. Ach, stirb einfach, Piccolo! Der wehrt alles ab! Der wehrt alles ab und ich bin erledigt. Super. Sogar auf Level 2 versage ich. Aber nicht mit mir! Nicht mit Raditz! Scheiße! 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 Ich werde doch wohl nicht auch auf Level 2 verlieren. Das lasse ich niemals zu. Wieso ist Piccolo auf Level 2 so stark? Wieso? Das kann nicht sein! Das kann einfach nicht sein! Ich darf nicht auf Level 2 verlieren. Nicht gegen... Nicht schon im ersten Kampf. Oh, Mist! Nicht auf Level 2! Nicht auf Level 2! Nein! Oh, Scheiße. Das tut mir jetzt echt leid, Leute, aber so wie es aussieht, verliere ich auf Level 2. Nimm das! Scheiße! Und das war's. Ich habe tatsächlich verloren. Auf Level 2. Oh Mann. Versagt! Ist das nicht herrlich? Ich bin so ein Trottel. Ich bin echt total aus der Übung. Ich weiß, dass sehr viele von euch dieses Spiel verdammt gut kennen und ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt ziemlich über mich lustig machen, aber ich bin auch wirklich extremst aus der Übung. Ihr wart auch nicht besser, als ihr neu angefangen habt! So. Hoffe ich jedenfalls. Ja, 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 Pflanzenmann, bla, niedlich, Gigi, ja, ja, was sind das für Dinger, bla. Wir bleiben erst einmal beim Pflanzenmann. Das Problem ist, dass Piccolo unheimlich viel Schaden macht, mit normalen Schlägen schon. Und, das ist nicht gut. Wir haben keinerlei Gesundheits-Z-Objekte mehr. War vielleicht auch nicht so klug, vielleicht hätte ich vorher nochmal einkaufen sollen. Abwehr könnte ich nochmal erhöhen, weil er macht wirklich extremst viel Schaden. So. Na, aber den Rest muss ich so lassen. Es nützt nichts. Es nützt nichts. Wahrscheinlich habe ich keine Chance, diesen Kampf zu gewinnen, aber ich will es zumindest probieren. Und ansonsten muss ich eine kleine Trainingssession einlegen, es nützt ja alles nichts. Oh, ey! Wie schnell ist denn der? Ich habe ja nicht mal die Chance, mich aufzuladen mit dem Pflanzenmann. Geschweige denn, irgendeine Attacke zu starten. Oh, jetzt reicht's, Piccolo. Nimm das! Wieso? Ich verstehe es nicht. Wieso bin ich so absolut chancenlos gegen den Typen? Nimm das! Und stirb endlich! Ich habe echt keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe gegen Piccolo keine Chance. Oh! Was? Ja, nee, na. Also, das ist echt unfair. Ich habe überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Das ist doch nicht mehr Level 2. Das ist ja vom Schwierigkeitsgrad so extrem. Guckt euch das mal an. Der macht mit ein paar Schlägen... Macht der... Das ist doch nicht Level 2. Moment mal. Ich gebe mal erstmal auf. Habe ich versehentlich doch Level 3 ausgewählt? Weil das ist... Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass das Level 2 sein soll. Wenn das schon Level 2 ist, dann fresse ich aber einen Besen. Wenn das nur Level 2 ist, meine ich. So. Szenario wählen. So, Schicksalsbrüder.
Es war Level 2. Es war tatsächlich Level 2. Dann machen wir es auf Level 1. Tut mir leid, Leute, aber für den Moment bin ich einfach nicht gut genug. Aber der geht ja sowas von ab, das ist ja überhaupt kein Vergleich zu den Kämpfen, die wir bisher auf Level 2 gemacht haben. Wir kämpfen ja schon lange auf Level 2. Warum ist dieser Kampf so viel schwerer? Das will mir nicht in die Birne rein. Oh, das ist echt mal ein Verzweiflungspart, es tut mir leid. Oh Gott. Ja, ich bin Slippy, ja, halt die Fresse, Mann, ich will das endlich schaffen. So, nochmal mit dem Pflanzenmann loslegen und dann Raditz. Ich krieg nochmal die Motten, ey. Ich krieg hier echt die Motten. Ich hab auf Level 2 keine Chance gegen Piccolo. Aber jetzt ist endgültig Schluss. Jetzt ist es Level 1. Jetzt mache ich Piccolo fertig. Jetzt hat er keine Chance mehr. Ob Pflanzenmann, ob Freund oder Feind. Jetzt wird er endgültig dafür bezahlen, was er mir die ganze Zeit über angetan hat. Piccolo, 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 Piccolo. Piccolo. Ja. So, Freundchen. Nimm das. Und das. Oh. Oh Mann, ey, der macht aber auch wirklich, guckt euch das mal an, was der für einen Schaden macht, das ist irre. So. Wechseln wir auf Raditz. Haha. Piccolo. Nimm das. Geht doch. Wenn ich so einen Treffer vorhin mal gelandet hätte, aber nein. Oh, jetzt ist endgültig Schluss. Ey, das gibt's doch nicht. So, Schluss jetzt. Piccolo, stirb. Ich hab mich in diesem Part voll und ganz plappig jetzt. Bis auf die Knochen. Was bin ich für ein Idiot, ey? Ich glaub das einfach nicht. Ich glaub das nicht. So mächtig die Pflanzenmänner auch sind, Piccolo erweist sich als ebenbürtiger Gegner. Oh ja. Grrr. Ja, dumm gelaufen, Raditz. ラディッツは倒れ、その後深い闇の中を漂っていたラディッツは何かの光に導かれるよ。どこだここは。ラディッツは頭部を強く打ったことで名前以外の記憶を失い目的も忘れ地球をさまようのだった。 Na, sieh mal einer an. Der gute alte Raditz hat sein Gedächtnis verloren, weil er von Piccolo ordentlich vermöbelt worden ist. Sogar auf Level 1. Ja. Dazu muss man sagen, ich weiß auch, glaube ich, woran das liegt. Diese Was-wäre-wenn-Stories sind eigentlich auch wirklich erst für die erfahreneren Spieler. Die schaltet man normalerweise wirklich erst im späteren Spielverlauf frei. Wenn man schon ein bisschen Routine hat. Und, ja, gehören also wirklich auch zu den schwierigeren Stories und deswegen tue ich mich hier wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, wir gehen das jetzt an. Ich lass mich doch nicht unterkriegen. Ich nicht. Niemals. Gott, dieser Part ist einfach nur grauenvoll. Kommentarfähigkeit gleich null und Skills sowieso. Oh mein Gott. Son Goku feiert ein freudiges Wiedersehen, als plötzlich Raditz auftaucht. Oh,
Nein, ich bin deine Mutter. Nachdem er Raditz im ersten Kampf nicht erledigt hat, kehrt Piccolo zurück. Nicht schon wieder Piccolo. Aber vielleicht haben wir mit Son Goku bessere Chancen. Wir gehen erst einmal mit Raditz an die Sache ran und dann mit Son Goku und ich bete einfach darum, dass ich das irgendwie überlebe. Ansonsten muss ich mir erstmal noch ein paar Z-Objekte einkaufen und meine Charaktere ein bisschen aufpimpen. Ja, pimp my Z-Fighter! Hoffentlich gelingt es uns dann. Jetzt ist Schluss! Das Kami-Haus zerlegt. Ist ja herrlich. Nimm das, Piccolo. Und das. Hallo, Piccolo. Das war wohl nicht gut. Nimm das, Piccolo. Ich muss mich rächen. Für einen völlig verkorksten Part. Piccolo? So. Nimm das! Und das! Oh, Junge! Mann. Okay. Der macht echt einfach zu viel Schaden, dieser Piccolo. Und ich mache auch immer wieder dieselben Fehler. Ich mache immer wieder dieselben Fehler im Nahkampf. Jetzt ist doch mal gut! Wozu drücke ich eigentlich die Kreistaste, wenn ich seine Attacken doch nicht abwehren kann? Irgendwie funktioniert das nicht wirklich mit dem Ausweichen. Guckt euch das an, ey. Es funktioniert auch irgendwo einfach nicht. Ja, und jetzt. Na toll. Na toll. Son Goku. Ey, das ist doch unglaublich. Ey! Guckt euch das an, so eine Scheiße, Mann. Ich hab keine Chance. Oh Mann, ey, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich habe überhaupt keine Chance, auf diese ganzen Attacken hier überhaupt mal zu reagieren. Irgendwie. Jetzt ist Schluss, Piccolo. Mann, oh Meter, ist das anstrengend. Wenn man so aus der Übung ist wie ich, ist das echt anstrengend. Gut. Ich würde vorschlagen, wir beenden diesen Part erst einmal an dieser Stelle. Bevor ihr euch anfangt, Sorgen um meine Gesundheit zu machen. Und ja. Kommt. Nächste Zwischensequenz. Der verwundete Piccolo erkennt seinen Nachteil und zieht sich zurück. Überzeugt, dass Piccolo weg ist, eilt Son Goku zu Raditz. Nein, ich hab's doch gesagt. Ich bin deine Mutter. Na, Goku. Koizu, kyoku ga nai janai ka? Ah, iisa. Koko de yasumashite moratte, yukkuri omoidasha ii janai ka? Taku, aikawarazu karui yatsu da na. Und so wohnt Raditz für die Dauer seiner Genesung im Kami-Haus. Spieldaten speichern.
Weia, 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 weia. Für diesen Part muss ich mich echt entschuldigen. Ich habe das Spiel komplett unterschätzt. Und ja. Ich werde mir jetzt erst einmal von meinem teuer verdienten Geld ein paar Z-Objekte kaufen. Raditz und Son Goku vielleicht auch noch ein bisschen aufpimpen. Damit diese für diesen Story-Modus gewappnet sind. Ansonsten... ja, gehen wohl bei mir die Lichter aus und das will ja keiner. Bis zum nächsten Mal, euer WeHawk LP. Oh Mann, ey. Unglaublich, unglaublich.